Sieben Wege, um ganz sicher unglücklich zu sein, die habe ich für dich. Bleib dran. Hi, ich bin Patrick. Herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal zum neuen Video. Tja, und einmal im Jahr ist es soweit. Das Wetter wird düster, trüber, depressiver und das schlägt sich gern nur auf die Stimmung. Und damit du gut vorbereitet bist, habe ich für dich heute sieben sichere Wege zum Unglücklichsein. Ich stelle sie dir nach und nach vor und am Ende bekommst du auch noch die perfekte Formel zum Unglücklichsein. Also bleib dran. Erster Weg, lieber Recht behalten als glücklich zu sein. Ja, das ist ganz wichtig, dass du auf deine eigene Meinung beharrst, dass du das durchsetzt und dann auch in Diskussionen, dass du immer Recht behältst und auf deinem Standpunkt auch bleibst und davon nicht abrückst. Denn dann folgt Weg Nummer 2, gewinnen ist alles. Hauptsache du gewinnst beim Spielen, in Diskussionen und auch wenn es um finanzielle Dinge geht. Guck immer, dass du gewinnst, dass immer ein Gewinn mit dabei ist. Wenn jemand Geld borgst, dann guck und sorge dafür, dass du unbedingt auch Zinsen dafür verlangst. Auch wenn es die eigene Partnerin, der eigene Partner ist. Denn Gewinn ist alles. Und der dritte Weg, was andere über dich denken, ist wichtiger, was du selbst von dir hältst und über dich denkst. Denn ja, im Außen zu sein, das ist die Hauptsache. Ja, bei den Wegen zum Unglücklichsein immer schön darauf achten, was andere über dich sagen und über dich denken. Dass du auch ja im Äußeren bist und ganz weit davon entfernt von dir selbst, was in dir selbst hier in dir drin steckt. Immer darauf achten, ja, dass du dich auch so kleidest dementsprechend, dass du eine Maske aufsetzt, dass immer das im Vordergrund steht, was andere über dich denken und wie andere dich sehen. Vierter Weg, der Erfolg wird im materiellen Besitz gemessen. Nicht in Erfüllung, Glück, glücklich sein, ja, oder Gesundheit. Es geht nur um den rein materiellen Besitz. Also schau, dass du nicht 1 Million, nicht 2 Millionen, nicht 3, sondern am besten 78 Millionen auf dem Konto hast. Und vor dem Haus noch der fette Ferrari, der Porsche, eine Riesenvilla. Und dass es nur darum geht. Und dass du, ganz wichtig, auch allein bist. Ja, denn es geht nur um materiellen Besitz. Nicht um eine glückliche Beziehung, eine glückliche Familie, Partnerschaft, Freunde. Nur um das rein Materielle. Zeig, was du hast. Zeig die fette Uhr. Zeig den Besitz. Ja, zeig deinen Kontoauszug. All das. Ja, glänze. Sei pompös im Äußeren. Und dann kommt auch der fünfte Weg. Sei undankbar mit dem, was du hast, was du besitzt und was du kannst. Ja, immer undankbar damit sein. Sagen, nein, das kann ich mir noch kaufen, das ist doch viel mehr. Undankbar, was? Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe? Nein, gar keinen Fall. Ja, es muss immer mehr sein, immer mehr, immer mehr. Nicht sich mal hinzusetzen und zu sagen, hey, schön, was ich erreicht habe, sondern nein, das ist alles noch viel zu wenig. Ich muss alles haben. Das, was ich habe, das reicht mir einfach noch nicht. Und der sechste Weg, nimm dich und alles, was dir passiert, extrem ernst. Nichts auf die lockere, leichte Schulter. Guck nicht über manche Sachen mal hinweg, sondern nimm dich ganz doll ernst. Immer an erster Stelle stehen. Fühl dich gleich angegriffen. Alles, was kommt, ist ernst gemeint. Kein Spaß, kein Flux, keine Schickereien, nichts. Alles wird ernst genommen und direkt für bare Münze. Und wenn du diese 6 Wege befolgst, dann kommt zum Abschluss der 7. Und das ist der wichtigste von allen. Der wichtigste Weg, um unglücklich zu sein, ist, vergleich dich unbedingt mit anderen. Schau immer ganz genau, was haben die anderen, was hast du noch nicht, was hat der eine mehr, was hast du weniger, was haben andere vielleicht weniger und du kannst dich damit protzen und pompös auftreten, was du viel mehr hast und was dich alles umgibt, was du besitzt. Ja, vergleich dich unbedingt mit anderen, heb es hervor, diesen Neid, diese Missgunst und schau immer nach links und rechts, was haben andere, was hast du noch nicht, was kannst du vielleicht wegnehmen und wie setzt du dich letztendlich davon ab? Tja, jetzt hast du diese 7 Wege, wie du unglücklich wirst, ein unglückliches Leben führst. Und zum Abschluss habe ich jetzt für dich noch die Unglücksformel. Tja, wie setzt sie sich zusammen? Und zwar, wenn deine Resultate nicht den Erwartungen entsprechen, plus zusätzlich noch das Gefühl, ich kann nichts ändern, es ist ja alles so.
Dann hast du für dich noch die Unglücksformel. Kannst du am besten notieren, rausschreiben oder du lässt sie dir auf den Unterarm tätowieren oder schreibst sie dick an deine Wand im Wohnzimmer, im Arbeitszimmer, dass du es immer direkt vor Augen hast. Ja, die Unglücksformel. Die Resultate entsprechen nicht den Erwartungen plus das Gefühl, ich kann jetzt sowieso nichts ändern. Tja, und dann hast du es. Ich wünsche dir viel Spaß dabei.